Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Ja, wir sind in Saffronia City und wir haben doch Psychokinese. Und das könnten wir unserem Butterling beibringen zu lernen. Aber Butterling kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Psychokinese vergessen werden? Welche Attacke soll vergessen werden? Und zwar, für Psychokinese habe ich mir gedacht, vergesse ich... was vergessen wir jetzt? Brauche ich Stachelspitze? Nehmen wir Tackle. Tackle vergessen und Butterling lernt Psychokinese. Jawohl. So, als nächstes nehmen wir das Fahrrad wieder. Und wir liegen. Und Ihan, wo gehen wir jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Sehe ich überhaupt hier? Achso, da ist eine Wache. Wir gehen mal da hinein. Oder... Fahrrad. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ach ja, Leute. Zwecks des Pokémons, das ich noch haben möchte. Wo fahr ich jetzt eigentlich hin? Ah ja, Cisco. Das soll bitte nicht immer nur Dennis seinen Geschmack dazugeben. Mir würde es freuen, wenn ich schon 4-5 Meinungen habe. So. Oh, verdammt, was ist das? Ein riesengroßes Labyrinth! Also, Silphscope kenne ich mir nimmer genauso aus. Hey, Kleiner! Was machst du hier? Ich habe mir gedacht, ich schaue mal eine kleine Sehenswürdigkeit an. Wow, du hast 5 Pokémon? Und ein Goldbart. Los, Tweety, mach es fertig mit Flügelschlag. Okay. Ist nicht sehr effektiv. Dann nehmen wir doch mal Butterling. Butterling, Butterling. Oh, meine Ohren. Schauen wir uns doch einmal Psychokinese an, was wie das ausschaut. Ja, schön ordentlich sieht das aus. Ein Zubat. Zubat! Zubat! Aber wir nehmen lieber Konfusion. Hier weiß ich auch schon, wo ich AP Plus anwenden werde. So, achso, wir wollen da gar nicht wechseln. Mit Konfusion haben wir ja diese Gegner einfach platt. Oh, ein Raticar! Ja, aber der Pikachu gehört uns. Hey, woher weißt du, dass ich einen Pikachu habe? Ja, weißt du, das habe ich mir... Mein Boss hat es mir verraten. Er hat gesagt, fang ein Pikachu. Oh, ach so. Ja, wenn das so ist. Aber du bekommst es nicht. Edge. Wow, 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 wow. Ein Tackle zieht so viel ab? Und ein Zubat. Das ist das Richtige für Tompire. Los, Tompire. Mach es fertig mit Blubstrahl. Eigentlich könnte ich mir für Tompire die TM Eschstrahl besorgen. Aber ich bin mir nicht sicher, findet man die irgendwo? Ich bin ein Versager, aber dann die Katze holen wir uns auch. Na, was du nicht sagst. Oh,
Da ist ein Forscher. Und da ist ein Rocket, Mann. Gibt's hier irgendwo einen Pokéball? Ah, okay, da komme ich nicht rein, da komme ich nicht rauf. Okay, dann kämpfen wir zuerst gegen mal dieses. Gegen mal dieses, ja klar. Wo ist mein Deutsch? Hey, du hast hier nichts verloren. Ach was? Wieso? Wo ertrag was so? Oh man, sorry Leute. Fliegen. Also ich würde gerne einen Dragosso trainieren, aber ich gehe natürlich auf eure Wünsche ein. Oh nee, Rückzugblick hat... Ah, Rückzugblick. Ja klar, Rückzugblick. Jetzt sage ich schon Rückzugblick. Und auch ein Zubat. Tampaya. Los, Tampaya. Mach es fertig mit Blipstrahl. Also Blipstrahl sieht um einiges gefährlicher aus als Aquaknarre. Oh nee. Schilok. Mach es fertig mit Blipstrahl. Oh, das ist ein Glückstrahl. Tampaya hat gesiegt, das ist hart verloren. Tampaya hat besiegt und das ist hart und er hat verloren. So einfach ist das. So, Pokémon. Tausch. Will ja alle ungefähr auf einen Level trainieren. Hey! Hau ab! Du hast dir nichts verloren, du hast keinen Zutritt. Forscher, ich bin Forscher Dimitri. Aha, Forscher Dimitri mit einem Magnetilo. Da habe ich schlechte Karten. Wen nehme ich denn da? Vaterling. Oh nee, Shitting. Psychokinese. Supertrank. Tweety. Ah, da ist ein Tweety. Ist das Supertrank Tweety? So, jetzt eine Psychokinese. Und es ist weg. Ein Voltumball. Was war das? Psychokinese. Nein, nur der Finale. Nicht auf mein Bartoling. Mein armes Bartoling. Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Dickdarm, los! Dickdarm! Dickdarm! Schaufler. Ha! Schaufler hast du nichts auszusetzen, oder? Jawoll! Das sieht ja mal megamäßig gut aus. Nicht schlecht. Herr Specht. Nenn mich nicht Specht, du Wurm. Oh nee, das ist auch ein Forscher. Du bereitest uns nichts aus Ärger. Wieso, ich mach doch gar nichts. Doch, du brichst einfach in unser Hauptquartier rein. Gar nicht. Slimer, das waschen wir jetzt mit Blipstrahl mal so kräftig durch. Tompa könnte auch mal eine neue Attacke erlernen. Blubber wird.
Naja, Blub ist mir egal. Ich hab doch Blubstrahl. Und Aquaknarre. Und ein Elektroball. Elektroball ist was für Dickdarm. Dickdarm, 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 Dickdarm. So, mit Schaufel machen wir den ganz schnell platt. Ding, 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 ding. Ho, verloren. Gegen eine nichtsnutzige Wicht. Okay, dafür brauche ich wohl einen Türöffner. Wo geht's hier lang? Hier's? Nein, es ist nicht hier's. Ob die Surfkopf schon erledigt ist? Nein, momentan nicht. Okay, da brauche ich wohl einen Türöffner. Aber wo waren denn nochmal? Schauen wir uns erstmal da rein. Okay, da bin ich jetzt wohl wieder am Anfang. Okay, das war der Teleporter zum Anfang. Teleportation! So, jetzt wählen wir Atompeis nach vorne, das passt. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Oh, der Bruder von Team Rocket, oder wie? Nein. Los, Smogmog! Oh, Smogmog, den muss man doch mal beißen, oder? Schmeckt nicht sehr übermäßig gut. Oh, Schlammbad. Blubber. Ein paar Seifenblasen sind zu wenig. Smog-Attacke. Aquaknarre. Wow, 1000! Ein Golbat. Golbat muss man verblubbern. Wow, das ist schnell. Fetten Blubs. Biss. Okay. Konfusstrahl. Ich glaube, da brauchen wir einen anderen. Und zwar Tricky. Macht es weg mit seinen Fliegen. Oder? Guck mal. Jawohl. Tompereich Level 31, das ist schön. Und versucht Panzer. Was will ich bitte mit Panzerschutz? Nein. Klar, Panzerschutz lernen wir doch nicht. Was will ich bitte damit? Und ein Smogon. Smogon. Butterling ist ja immer noch am A, sozusagen. Muss ich wohl auf Dickdarm zurückgreifen und ihn Schaufler machen lassen. Und weg ist es. Also Schaufler ist wirklich übermächtig in dem Spiel. Ups, Brüder, ich hab versagt. Ja, und wo sind nun deine anderen Brüder? Findet man hier drinnen was? Außer ein Bett zum Schlafen? Ein Bett zum Schlafen, das ist immer fein, denn es ist Sommer. Dein heimlich Frühling. So, Belieber auf Butterling. Dass der wieder fit ist. Fit im Schritt. So. Da haben wir einen Rocket. Aber dann werden wir jetzt noch kurz anquatschen und kämpfen wir haben in der nächsten Folge erst. Endstation. Bis hierher und nicht weiter. Leute, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.